Von nun an kommt man als Auto- und Fahrradfahrer aus der Hansestadt Wismar wieder schneller Richtung Insel Pöhl. Die lang ersehnte Eisenbahnüberführung ist seit dem 28. April fertig. Ein Meilenstein für Wismar. Das ist eine der wichtigsten Verkehrsachsen hier. Und es ist vor allen Dingen dem jetzt Rechnung getragen worden, dass auch die Bahn damit rechnet, dass es mehr Güterverkehr geben wird durch den Hafen, durch das Holzcluster. Jahrzehntelang waren die Gleise zum Hafen ein Problem. Staus, Unübersichtlichkeit und schlechte Fahrbahnbedingungen. Seit 2008 liefen die Planungen, vor 5 Jahren dann Baubeginn. Aufgrund jahrelanger Verzögerungen konnten die großen Maschinen ab Mai 2020 erst richtig mit den Arbeiten beginnen. Historische Bahngebäude verschwanden, Häuser mussten abgetragen werden. Nun läuft der Verkehr. Die Deutsche Bahn investierte 58 Millionen Euro in das Projekt. Ja, das Ziel war, 3 alte Bahnübergänge zu ersetzen, die störanfällig waren, die Staus verursacht haben und die natürlich auch immer ein Sicherheitsrisiko sind. Das haben wir erreicht. Die Einwohnerinnen und Einwohner können jetzt hier direkt passieren, ohne an einer Schranke warten zu müssen. Das wird Staus auflösen und das wird aber auch für uns die Sicherheit geben, dass der Seehafen jederzeit, wenn Bahnübergangsstörungen waren, war das etwas schwieriger, erreicht werden kann. Also für beide Seiten ist das eine gute Lösung. Der Bahn ging es darum, den Hafen an das Eisenbahnnetz anzubinden. Für Einheimische und Urlauber ergibt sich eine kürzere Fahrzeit und ein fließender Verkehr.